endlich Ruhe. Ich weiß nicht, warum alle so jammern. Endlich ist mal Ruhe. Ich mach das Fenster auf, Ruhe auf dem Spielplatz. Ruhe auf der Straße, Ruhe im Ballkäfig. Endlich ist mal Schluss mit dem ewigen Geschepper und Geknalle. Ja, x-mal habe ich schon angerufen bei der Bezirksvorstehung wegen dem elenden Lärm von früh bis spät. Und immer hat's geheißen, dass Kinder Auslauf und frische Luft brauchen und wie wichtig Bewegung für eine kindliche Entwicklung sei. Ich habe gesagt, ja, ich habe auch Kinder, aber die brüllen nicht so rum. Weil ich glaube nicht, dass das für eine kindliche Entwicklung von Vorteil ist. Ich habe auch nicht so herumgekreischt als Kind. Und schau mich an. Und jetzt? Ruhe. Ruhe im Schanigarten. Ruhe auf der Straße. Ruhe am Morgen und am Abend. Ja, nur die dumme Sängerin zwei Häuser weiter, die nervt. Jeden Abend um 6 geht das Gejodel los. Es ist unerträglich. Ja, man muss die Fenster zumachen. Ist nicht zum Aushalten. Und das Geklatsche brauche ich auch nicht hören. Es wird aber Gott sei Dank auch weniger. Sind wohl nicht mehr so dankbar, die Leute. Nimmt stark ab, die Empathie mit dem Pflegepersonal. Ja, ich klatsch nicht. Bin ich blöd. Die haben sich ihren Beruf bitte ausgesucht. Sie wollten Kranke behandeln. Jetzt behandeln sie Kranke. Wieso soll ich da applaudieren? Ja, das ist genau wie wenn die Medienleute alle Preise kriegen, jetzt nach Ibiza, und sich gegenseitig dafür abfeiern, dass sie ihren Job gemacht haben. Na was? Krieg ich einen Preis dafür, dass ich meinen Job mache? Na. Klatscht jemand für mich? Na. Ich klatsche auch nicht. Um 6 mache ich das Fenster zu und drehe den Fernseher lauter, dann höre ich das dumme Geklatsche nicht. Und dieses scheiß Gesinge. Oh. Die Leute können ihre Pappen einfach nicht halten. Dabei wäre es gerade so schön still und so schön leer. Wenn ich jetzt auf die Straße gehe, ist kein Schwein unterwegs. Ja, ich setze mich vor das geschlossene Kaffeehaus. Nichts als Frieden. Ja, bitte, da applaudiere ich es. Keine depperten Wiener. Keine schreienden Kinder, keine nervigen Touristen, die einem ständig dumm im Weg rumstehen oder wie die gestörten Esel vors Auto laufen, als hätten alle anderen Leute auch nichts zu tun. Endlich ist mal Ruhe. Ja, endlich ist mal Platz. Endlich kann man sich mal bewegen in dieser Stadt. Ah. Und endlich trifft man mal niemanden. Natürlich. Vorgestern, da war ich beim Flaschencontainer die alten Weinflaschen wegbringen. Ja, ich hatte eben erst eine reingeschmissen. Prompt radelt der Fähringer vorbei. Na, eh klar. Muss das sein? Hm? Wirklich jetzt? Na, überhaupt, was macht der Fähringer auf einem Rad? Den habe ich sonst nur im SUV gesehen. Das nervt auch so. Diese Fahrraddeppen. Alle picken ihre Ärsche jetzt auf ein Rad und fühlen sich auf, als gehöre die Stadt ihnen. Trottel. Na, jetzt auch noch der Fähringer. Ich natürlich keine Maske auf. Fehler. Ja, ich wollte noch so tun, als hätte ich ihn nicht gesehen, aber der Fähringer bleibt prompt stehen, so. Na, wie geht's so? Alle gesund? Und schaut so auf meine Säcke mit den Flaschen. Also 4 insgesamt. Ich habe gesagt so, ja, die sind von Silvester. Aber Fähringer, der hat auch gemacht. Nichts anderes hat er vermutet. Wie geht's Alicia? So, falsche Frage, Fähringer. Falsche Frage. Habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass es Alicia gut geht. Obwohl ich überhaupt nicht weiß, wie es ihr geht, weil sie weg ist. Sie ignoriert meine Anrufe. Ja, ich muss zugeben, es war vielleicht nicht das beste Timing, es mir mit ihr zu verscherzen, genau 3 Tage vor der Ausgangssperre, und ihr zu sagen, dass sie fetzenhysterisch ist und es total übertreibt mit ihrer Panik vor diesem bisschen Grippe und noch ein paar Sachen, ja, die halt damals gestimmt haben. Ja, wer konnte den Lockdown schon voraussehen? Ja, sie hat gesagt, es reicht ihr jetzt und sie kann nicht mehr und sie ist am Ende. Ja, und dann hat sie ihre Sachen eingesammelt im Bad und im Schlafzimmer. Nicht das erste Mal.
Sie ist bitte noch jedes Mal zurückgekommen. Ja, ja nur ist halt jetzt gerade ein ungünstiger Zeitpunkt zum Zurückkommen. Es war vielleicht auch komisch, dass sie gar nicht rumgeheult hat, wie sonst immer. Nein, sie war so komisch chill, als sie mir einen Schlüssel auf den Tisch gelegt und gesagt hat, dass sie mir ein schönes Leben wünscht und dass ich hoffentlich auch eine finde, die genauso full of shit ist wie ich. Ich habe gesagt, ja, bis morgen. Und sie hat nur so komisch gelächelt. Ja, und jetzt geht sie nicht ran, wenn ich anrufe. Aber die kommt schon wieder. Aber dafür ruft Marlene ständig an. Sie versucht mir die Buben umzuhängen. Sie sagt, sie schafft das Homeschooling nicht mehr. Sie ist total fertig. Es reicht ihr jetzt und jetzt sei ich mal dran. Aber das sehe ich nicht. Das sehe ich überhaupt nicht. Sie so, ich kann nicht mehr. So voll die Mitleidstour. Sie so, wie immer. Nein, die Frau kann nur knallharte Erpressung oder Tränendrüse. Ich habe gesagt, leider unmöglich. Nein, ich nehme die Buben gerne am Wochenende. Wie sonst auch immer. Von mir aus jedes Wochenende, da komme ich ihr voll entgegen. Aber unter der Woche geht's unmöglich. Nein, ich bin hier 9-to-5 komplett eingedeckt im Homeoffice. Ja, praktisch ein Zoom-Meeting nach dem anderen. Das ist eigentlich 8-to-6. Ja, und abends auch noch Telefoniererei mit den ausländischen Kollegen. Das ist eine Zeitverschiebung. Ständig will wer was. Nein, die Leute haben überhaupt keinen Genierer. In einem Fort rufen sie wegen jedem Dreck an. Und mit einer Assistentin, die am anderen Ende der Stadt sitzt. Und einem deswegen die Deppen nicht vom Hals halten kann, da wird's halt auch nicht leichter. Ja, und Marlene sagt, sie hat auch Homeoffice und sie muss ihre Vorlesungen jetzt aus dem Wohnzimmer streamen und sie schafft das nicht mehr mit dem verdammten Unterricht. Die Lehrer verlangen alle so viel und zwischendurch muss sie auch noch kochen und aufräumen und irgendwie raus mit den Buben. Die werden ja wahnsinnig immer in der Wohnung und sie kann sie nicht permanent am Computer spielen lassen und sie will, dass wir uns abwechseln. Eine Woche ich, eine Woche sie. Haha, ja, jetzt auf einmal. Bei der Scheidung, als es ums Sorgerecht ging, da war es ihr so wichtig, dass ich die Buben nur am Wochenende kriege und in den Ferien. Ja, ihre Hexe von Anwältin, die hat tatsächlich behauptet, sie fänden bei mir kein sicheres und liebevolles Umfeld vor und keine verlässlichen Strukturen. Ja, aber jetzt auf einmal. Bitte, sie wollte die Kinder, jetzt hat sie die Kinder, jetzt braucht sie mir nicht so kommen. Ja, Marlene sagt, das ist eine andere Situation und da müsse man eben auch die Vereinbarungen vorübergehend adaptieren. So hat sie mir's gemailt. Die Frau Professor. Adaptieren. Kann ich gerade überhaupt nicht brauchen. Geht sich nicht aus. Sie begreift's einfach nicht. Eine Zoom-Konferenz nach der anderen. Wie soll ich da Kinder unterrichten? Weiß doch gar nicht, was die gerade lernen in der ersten und dritten Klasse Gymnasium. Oder ist der Konsti in der zweiten? Egal. Ich habe Marlene gesagt, ich nehme die Buben am Wochenende, wie immer. Und sie soll sich doch eine von ihren Studentinnen engagieren, um mit den Kindern zu lernen. Ja, ich zahle das gerne mit. Und sie hat gesagt, ob ich irre geworden bin. Es ist Lockdown. Ja, das weiß ich auch. Vielen Dank. Ich bin wirklich ganz ordentlich downgelockt. Wobei, ich bin ja ganz froh, dass ich nicht in die Firma muss. Ja, wo endlich keine endlosen Live-Sitzungen mehr, wo die Geschissenen von ihren geschissenen Wochenenden erzählen und von ihren Spießer-Wochenendhäusern, von ihren öden Städtetrips, von ihren blöden Hunden und ihren debilen Kindern. Hm? Wobei. Ein Hund wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Jetzt, wo die Alicia nicht mehr da ist. Schon ein bisschen komisch, so ganz allein. Dem Buben wird ein Hund an den Wochenenden auch voll taugen. Seit der Glascontainer-Sache ertrage ich immer eine Maske, wenn ich rausgehe, auch auf der Straße. Nein, nein, der Mundschutz ist super, also keiner erkennt dich. Und wenn doch, dann verstelle ich meine Stimme und behaupte, ich bin's nicht.
Sie verwechseln mich damit jemandem. Entschuldigung. Ja, der andere kann mir nicht die Maske vom Gesicht reißen, um zu beweisen, dass ich es doch bin. Eben. Ich verstelle meine Stimme und flüstere, weil ich mal im Netz gelesen habe, dass Flüstern die Stimme unidentifizierbar macht. Außerdem glauben die Leute dann, man hätte es auf der Lunge. Corona vielleicht und drehen sofort ab. Gut so. Ich brauche keinen. Wirklich nicht. Also, wenn die Alicia da wäre, das wäre vielleicht ganz angenehm. Mit den Haberern wieder mal was trinken. Aber sonst? Wegen mir müssen die Lockerungen nicht so bald kommen. Endlich Ruhe. Endlich.